Dann rufe ich auf den Punkt 53, Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde. Regierung Bouffier muss Netzwerkdurchsetzungsgesetz im Bundesrat stoppen, Kompetenzen der Länder wahrnehmen usw. mit dem Dringlichen Antrag Top 62 und dem Dringlichen Antrag Top 68. Das Wort hat die Frau Kollegin Nicola Beer. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir heute das Thema Netzwerkdurchsetzungsgesetz diskutieren, dann ist die Frage glatt, wie halte ich es mit dem Rechtsstaat? Ganz konkret, wie halte ich es mit der Meinungsfreiheit? Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ein Angriff, und er kommt nicht von autokratischen Herrschern, sondern vom Bundesjustizminister. Der Bundesjustizminister Maas hat keine Gesetzgebungskompetenz, denn der Schutz des Kommunikationsprozesses unterfällt der Länderkompetenz. Die Länder haben dafür Sorge zu tragen, dass die Anbieter sozialer Netzwerke die verfassungsmäßige Ordnung beachten. Und die Aufsicht hierüber obliegt den Landesbehörden. Statt eines Bundesgesetzes ist also ein Staatsvertrag denkbar, so wie wir ihn beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag abgeschlossen haben, weil es eben keine Bundeskompetenz in dem Bereich gibt. Aber, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Bundesjustizminister lässt sich nicht stoppen. Herr Maas peitscht ein verfassungswidriges Gesetz durch Parlament und Bundesrat, das massiv in die Meinungsfreiheit eingreift. Denn dieses Netzdurchsetzungsgesetz ist nichts anderes als die Privatisierung der Rechtsdurchsetzung im Hinblick auf Hasskommentare und rechtswidrige Falschmeldungen. Und verstehen Sie mich nicht falsch. Auch wir als Freie Demokraten wollen Hasskommentare und rechtswidrige Falschmeldungen bekämpfen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, doch bitte im Rahmen unseres Rechtsstaates die Feststellung, ob eine Meinungsäußerung noch Satire ist, ob sie gegebenenfalls geschmacklos, aber im Rahmen der Meinungsfreiheit zu ertragen ist, oder ob sie schon die Grenze zur Strafbarkeit überschreitet, ob sie Beleidigung, Verleumdung oder gar Volksverhetzung ist. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das kann doch nicht Privaten überantwortet werden. Das ist Sache des Rechtsstaates. Hierzu sind Polizei und Justiz berufen. Und ja, das ist schwieriger geworden, weil sich im Netz vieles ganz schnell verbreitet. Aber dann muss man Polizei und Justiz so ausstatten, dass sie das leisten können. Und es sind, liebe Kolleginnen und Kollegen, beim NetzGG eben nur Verdachtsfälle. Die Feststellung der Rechtswidrigkeit kann kein Privater vornehmen. Private sollen hier offensichtlich von Herrn Maas zur Zensurbehörde gemacht werden, denn es gibt kein Meldeverfahren an die Staatsanwaltschaft in diesem NetzDG. Das ist offensichtlich nicht wichtig, dass wir zur Strafverfolgung kommen. Es gibt nur einen immensen Löschdruck aufgrund von Bußgeldern bis zu 50 Millionen €. Und, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, da ist halt auch Ihr Antrag falsch. Wir haben momentan keine Löschverpflichtung. Der Anbieter kann selbst entscheiden, ob er sich in Mithaftung nehmen lässt oder ob er löscht. Und das bedeutet, wir haben momentan den Grundsatz im Zweifel für die Freiheit. Das, was Sie hier daraus machen wollen, ist im Zweifel löschen, im Zweifel Eingriff in die Meinungsfreiheit. Wir haben nach den jetzigen vorgeschlagenen Regelungen ein Verfahren, das, wenn Sie die Fälle hochrechnen, Herr Kollege Schmidt, ganze 8 Sekunden für die Entscheidung zur Verfügung stehen, ob gelöscht wird oder nicht. 8 Sekunden. Herr Kollege Schmidt, wie hätten Sie denn im Fall Böhmermann agiert, wenn Sie 8 Sekunden hätten, um dazu entscheiden, ob das noch geschützte Kunstfreiheit ist oder ob das gelöscht gehört? Nein, liebe Freunde von der Sozialdemokratie, das ist allenfalls ein gutes Geschäftsmodell für die, die jetzt schon anbieten, geschäftsmäßig zu löschen. Da gibt es mittlerweile die ersten Unternehmen, die Löschen am Fließband anbieten. Da besteht ja auch keine Gefahr, dass man in irgendeiner Weise in Haftung genommen wird für das Löschen. Denn der Entwurf Ihres Justizministers
Er sieht nicht einmal eine Möglichkeit der Nutzer vor, sich gegen eine unrechtmäßige Löschung zu wehren, keine Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben, keine Möglichkeit, einen Widerspruch abzusetzen, z.B. an eine Clearingstelle. Nein, hier soll im Zweifel in die Freiheit eingegriffen werden. Dieses Gesetz ist ein Zensurgesetz und sonst nichts. Und ja, wir müssen bei der Bekämpfung strafbarer Inhalte im Internet eine hohe Dringlichkeit walten lassen, Herr Kollege Schmidt. Ja, die Rechtsdurchsetzung an dieser Stelle gegenüber Straftaten im Internet, die muss einen hohen Handlungsbedarf haben. Aber, sehr geehrter Herr Kollege Schmidt, ich frage Sie allen Ernstes, warum gehen wir in diesem Fall von Hasskommentaren nicht vor wie bei der Kinderpornografie? Hier haben wir ein staatlich legitimiertes Verfahren. Das schafft Klärung in der größten Anzahl der Fälle innerhalb von 48 Stunden über unsere Landesmedienanstalten mit den zugehörigen Jugendschutzstellen. Die sind staatlich legitimiert, Herr Schmidt. Die sind unabhängig. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von Schwarz-Grün, Sie haben es in der Hand. Es reicht nicht, wie in der kritischen Stellungnahme im Bundesrat, nur Zweifel aufzuwerfen. Es reicht nicht, nur Prüfaufträge zu formulieren. Sie müssen dieses Gesetz stoppen. Sie müssen den Vermittlungsausschuss anrufen und dieses Gesetz in die Diskontinuität schicken. Nein. Frau Kollegin Beer, Sie müssen jetzt wirklich zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Ich glaube aber, es ist wichtig zu sagen, Lippenbekenntnisse reichen hier nicht. Dieses Maßgesetz muss gestoppt werden. Die Landesregierung hat es in der Hand. Sie muss den Vermittlungsausschuss anrufen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Jürgen Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Kollegin Beer, ich würde mal sagen, geht es eine Nummer kleiner, wie Sie hier vorgetragen haben, und kann man vielleicht mal abschichten und dann darüber reden. Ich weiß ja, dass die FDP jetzt die Digitalisierung als Thema entdeckt hat, aber deswegen braucht man hier nicht so einen großen Strauß von Dingen abzufeuern, sondern man sollte vielleicht mal abschichten und in der Diskussion sich mal auf das berufen, was da Thema ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregierung ist im Übrigen in Gesprächen, und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Wir befinden uns in der ersten Lesung im Deutschen Bundestag. Das Gesetz kommt jetzt in den Bundesrat, wird dort beraten. Da gibt es Stellungnahmen, und es gilt in solchen Gesetzen immer das Strucksche Gesetz. Kein Gesetz verlässt den Deutschen Bundestag so, wie es rauskommt, und darauf vertrauen wir, meine Damen und Herren. In der Sache sollten wir uns doch sicherlich einig sein. Hass und Hetze dürfen im Netz keinen Platz haben. Darüber sollten wir uns doch versammeln. Darüber haben wir im Übrigen bereits im November 2016 hier ausführlich debattiert und uns auf den Grundsatz geeinigt, dass wir Lösungen zur effektiven Löschung von strafbaren Hasskommentaren suchen. Da waren wir uns, glaube ich, einig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir waren uns doch auch einig, dass wir es hier mit einem schwierigen Regelungszusammenhang zu tun haben. Wie weit geht die Meinungsfreiheit? Wann ist ein Kommentar im sozialen Netzwerk noch Meinung? Ab wann ist er Hass oder Hetze? Da waren wir uns einig in der Diskussion. Wir waren uns auch einig, dass man auch in den sozialen Netzwerken extreme Meinungen vertreten kann. Das ist übrigens durch unser Grundgesetz und die freie Meinungsäußerung gedeckt. Aber eines ist doch auch klar, liebe Kolleginnen und Kollegen, was im realen Leben in der analogen Welt strafbar ist, ist auch in sozialen Netzwerken strafbar. Wir haben doch auch Regelungen für die Printmedien. Wir haben doch auch für die Printmedien oder Medien oder für den Rundfunk haben wir doch auch Regelungen. Auch da darf nicht alles veröffentlicht werden. Auch die müssen sich an Regeln halten. Auch da haben diejenigen, die von Kommentaren verletzt werden, die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Und genau das Gleiche brauchen wir, glaube ich, auch für Facebook und Co., meine Damen und Herren. Wir haben im November auch gesagt, dass die Anbieter ihrer Verantwortung in diesem Bereich nachkommen müssen.
dass Facebook und Co. Beschwerden und Anzeigen von Nutzern zeitnah bearbeiten und notigenfalls die Einträge löschen müssen. Wir haben auch gesagt, wenn Sie Ihrer Verantwortung nicht nachkommen, wenn nichts passiert, dann muss der Gesetzgeber Regelungen treffen, die Anbieter damit zum Handeln zwingen. Und das ist jetzt ein Versuch, den Herr Kollege Maas in Berlin macht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist doch geradezu absurd. Der Herkules in Kassel bekommt eine rote Badehose auf Facebook verpasst, um anstößige Inhalte zu verbergen. Aber volksverhetzende, antisemitische, menschenverachtende Kommentare werden nicht aus dem Netz entfernt. Das geht nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Weltkulturerbe in Kassel wird netztauglich bedeckt. Die verfassungsfeindlichen Symbole von Rechtsextremisten bleiben aber weiterhin im Netz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das geht nicht. Und worum geht es letztendlich? Justizminister Maas hat zum Thema Hass und Hetze im Netz den Entwurf eines Netzdurchsetzungsgesetzes eingebracht. Der Entwurf hat in der Zwischenzeit viel Kritik erfahren. Morgen wird der Bundesrat dazu differenziert Stellung nehmen. Das letzte Wort auf Bundesebene ist noch nicht gesprochen. Bezüglich konkreter Lösungsansätze besteht weiterhin Gesprächsbedarf. In der Zielsetzung stimmen wir mit dem Gesetzentwurf aber überein. Wie bisher kann es nicht weitergehen. Die Betreiber und Betreiberinnen sozialer Netzwerke müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen, in die Verantwortung genommen werden. Was von der Meinungsfreiheit geschützt wird und was nicht, ist auch jetzt durch Gesetz geregelt. Das gilt auch für die Rechtsschutzmöglichkeiten bei Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Im Streitfall geht es um eine komplexe Abwägung von Grundrechten. Diese Abwägung darf nach unserer Auffassung nicht den privaten dritten Anbietern überlassen werden, sondern am Ende hat das nach unserer Auffassung ein Gericht zu entscheiden. Und darüber müssen wir uns auch im Bundesrat verständigen, meine Damen und Herren. Die Dienstanbieter sollen verpflichtet werden, benutzerfreundliche und altersgerechte Möglichkeiten bereitzustellen, damit Nutzer rechtswidrige Inhalte unkompliziert melden können. Betroffene und Verantwortliche von gemeldeten Inhalten sollen transparent in die Prüfungsprozesse einbezogen werden. Damit die Rechte beider Seiten gewährt bleiben, müssen wir eine solche Regelung haben. Hierzu gehört auch die Einräumung eines Widerspruchsrechts, Frau Kollegin Beer. Ein solches Verfahren beugt nicht zuletzt auch der von Ihnen befürchteten Zensur vor. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, auch in Richtung der FDP. Sie müssen sich, glaube ich, einmal entscheiden, auf welcher Seite Sie stehen. Stehen Sie auf. Herr Kollege Frömmrich, Sie müssen sich auch einmal entscheiden mit der Redezeit. Jetzt ein bisschen noch. Ich wollte mich gerade für die Zielkurve entscheiden. Gut, das dürfen Sie, bitte. Sie müssen sich entscheiden, auf welcher Seite Sie stehen. Auf der Seite der Nutzerinnen und Nutzer, derer, die von Hass und von Hetze betroffen sind, oder stehen Sie auf der Seite der Konzerne Facebook, Google und Co. Darüber müssten Sie sich einmal äußern. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Das Wort hat die Frau Abg. Hofmann, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben nun in dem Hause gerade gehört, dass die Rechtsstaats für die Partei, die für sich reklamiert, die Rechtsstaatspartei zu sein, die FDP, für freie Fahrt im Netz ist und missachtet, dass auch die sozialen Netzwerke eben kein rechtsfreier Raum sind, sondern im Gegenteil, meine Damen und Herren. Und Frau Beer, wenn Sie das hier auf übelste Art und Weise versuchen zu verharmlosen, was tagtäglich, und zwar hier stimmt der Ansatz mit der Sekunde, jede Sekunde millionenfach, sogar milliardenfach im Netz passiert, an Hasstiraden, Beispielen von Mordaufrufen, hasserfüllten Postings, Drohungen, das sind alles unerträgliche Zustände, und dem müssen wir endlich entschieden begegnen. Und Sie müssten eigentlich viel besser wissen, dass solche Hasskommentare, Drohungen,
hasserfüllten Postings gerade nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, sondern Straftatbestände erfüllen. Und ich kann Ihnen nur eines sagen. Hass und Hetze im Netz, das sind die wahren Feinde der Meinungsfreiheit. Und deshalb ist es auch längst überfällig, dass der Rechtsstaat hier endlich auch nachbessert und dafür Sorge trägt, dass schon bestehende gesetzliche Vorschriften, die es ja schon gibt, auch besser durchgesetzt werden können. Und um diesen Punkt geht es. Es geht nicht um mehr. Es geht darum, dass die bestehenden gesetzlichen Vorschriften auch endlich durchgesetzt werden können, meine Damen und Herren. Und deshalb will ich auch auf ein paar Punkte eingehen, die in diesem Gesetz vorgesehen sind. Und ich bin auch sehr froh, dass die Bundesebene endlich den Mut hat, auch ein Gesetz vorzulegen, nachdem die Zeit der Selbsterklärung, der Selbstverpflichtungen, die ja im Jahr 2015 begonnen haben, es hat eine Taskforce gegeben, die auf die Selbstverpflichtungen, Selbsterklärungen der Netzwerkbetreiber gesetzt hat. Das hat alles nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt und jetzt endlich die Kraft hat, zu sagen, ja, wir reagieren mit einem Gesetz. Denn die Fakten sind, dass trotz dieser Selbsterklärung Facebook gerade einmal 39% der Meldungen löscht. Und bei Twitter sind es gerade einmal 1%, meine Damen und Herren. Und das ist viel zu wenig. Und noch einmal auf den Punkt, den ich angesprochen habe, dass es hier nur um eine Konkretisierung bereits bestehender Regelung geht. Bereits heute sind die Netzwerkbetreiber nach entsprechenden der Commerce-Richtlinie und nach dem Telemediengesetz verpflichtet und mitverantwortlich für die Dinge, die auf ihren Netzwerken passieren, für die Meldungen, die bei ihnen eingehen. Und dieses Gesetz verpflichtet eben jetzt nur durch ein entsprechendes Beschwerdemanagement, durch ein entsprechendes System, dass effektiv diese Rechte auch durchgesetzt werden können. Und übrigens, diese Bußgeldbehörde muss vorher eine gerichtliche Entscheidung, Frau Beer, einholen, bevor dann das Bußgeld verhängt wird, bevor die Entscheidung überhaupt erfolgt ist, ob ein rechtswidriger Inhalt vorliegt oder nicht. Entsprechende Vorgaben haben wir hier schon gemacht. Und ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist. Facebook, weil Sie sagen, hier wird sozusagen, hier werden Aufgaben privatisiert. Nein, im Gegenteil, mit diesem Gesetz tut der Gesetzgeber ja ein System implementieren, mit dem er Entscheidungen der Plattform überprüfen lässt. Und ich kann Ihnen ganz klar sagen, vielleicht sieht es die FDP ja anders. Ein Unternehmen wie Facebook, das im letzten Jahr einen Gewinn von 3,05 Milliarden $ gemacht hat, kann man dem nicht zumuten, diesen entsprechenden Dingen auch einmal durch entsprechendes Personal nachzugehen? Ist das nicht zumutbar? Und zur Gesetzgebungskompetenz. Das ist ganz klar geprüft worden. Diese Gesetzgebungskompetenz ist im Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung selbstverständlich, und alles andere wäre ja auch irgendwie naiv, ist Gesetzgebungskompetenz im Bereich des Bundes, die er auch entsprechend ausfüllt. Alles andere ist falsch, was Sie sagen. Natürlich besteht hier eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz. Und Frau Beer, was Sie gesagt haben, Sie müssten es eigentlich besser wissen, Sie sind Juristin. Es steht ganz klar im Gesetz zu lesen, der Betreiber hätte nur acht Sekunden Zeit, offensichtlich rechtswidrige Inhalte zu löschen. Bitte gucken Sie einmal in den § 3 des Gesetzes. Da steht nämlich klar drin, die sozialen Netzwerke werden verpflichtet, nach dem Eingang der Beschwerde innerhalb von, bitte hören Sie genau zu, 24 Stunden genau. 24 Stunden haben die Zeit, das entsprechend zu prüfen. Reicht diese Zeit nicht aus, meine Damen und Herren? Frau Kollegin Hoffmann, Sie müssen zum Schluss kommen. Ein letzter Punkt, den ich ganz klar ansprechen muss, und da frage ich Sie, Frau Beer, das ist kein Maßgesetz, und die Kollegen von der CDU frage ich wirklich, ob sie noch bei Sinnen sind. Sie sagen hier, das wäre ein Schnellschuss des Bundesjustizministers. Schämen Sie sich nicht, dieser Gesetzentwurf ist von CDU und SPD in den Deutschen Bundestag eingebracht worden. Also, das ist heuchlerisch und verlogen.
dass Sie solche Behauptungen jetzt hier betreiben. Machen Sie sich nicht in die Büsche, sondern übernehmen Sie Verantwortung, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin Hoffmann. Die Formulierung, ob die CDU-Fraktion noch bei Sinnen ist, die lasse ich durchgehen bei den Temperaturen. Aber ich wollte es doch schon einmal angesprochen haben. Jetzt, Herr Kollege Schmidt, Sie können immer nachfragen. Sie können sich die Antwort auch selbst geben. Der Kollege Utte wird jetzt sicherlich die Antwort geben, ob die CDU-Fraktion noch bei Sinnen ist. Bitte sehr, Kollege Utte. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist schön, dass zu diesem Thema der kirchenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion reden darf und damit auch eine neue Dimension hoffentlich der Diskussion auftut. Vor einer Woche, etwa zu diesem Zeitpunkt, sprach nicht nur der ehemalige US-Präsident Obama und Angela Merkel in Berlin auf dem Evangelischen Kirchentag. Fast gleichzeitig fand im Palais am Funkturm ein Podiumsgespräch zum Thema Sag die Wahrheit statt. Es ging bei dieser sehr gut besuchten Veranstaltung, die Halle war überfüllt, und es wurde übrigens auch vom ZDF übertragen, um Lüge, Realität und Wahrhaftigkeit in den Medien, aber insbesondere im Netz und in sozialen Medien. Das große Interesse über alle Generationen hinweg zeigte die Dringlichkeit des Themas. Wissenschaftler der verschiedensten Fachrichtungen und der Bundesinnenminister Thomas de Maizière diskutierten lebhaft mit dem Publikum. Dabei wurde sehr deutlich, viele soziale Medien haben sich zu Räumen entwickelt, in denen das Gesetz und das Recht, das unbestritten gilt, derzeit keine Anwendung findet. Dort wird gehetzt, dort wird beleidigt und dort wird Hass verbreitet, häufig unter dem Deckmantel der Anonymität und daher meist ohne irgendeine Konsequenz für die Täter. Und das ist nicht Theorie, das ist leider Realität. Das bedeutet nämlich, dieses Verhalten gefährdet und bedroht schon jetzt die Meinungsfreiheit. Zum Beispiel ist auffällig, wie häufig Frauen Opfer von sexualisierten und vulgären Beleidigungen werden, ganz offen mit dem Ziel, sie aus dem Diskurs zu verdrängen. Und Studien zeigen, dass dies leider sogar schon gelingt. Immer weniger beteiligen sich Frauen an Diskussionen im Netz, und überhaupt die Beteiligung von Frauen geht dort zurück, weil sie sich den Beleidigungen nicht aussetzen wollen. Das finde ich unerträglich in einer demokratischen Gesellschaft. Der jetzige Zustand gefährdet die Meinungsfreiheit. Handeln ist also notwendig. Die Betreiber von sozialen Medien haben ein Privileg. Anders als z.B. Presseverlage haften sie nicht in vollem Umfang für die Inhalte, die über sie verbreitet werden. Das Telemediengesetz verlangt lediglich, dass rechtswidrige Inhalte unmittelbar gelöscht werden, sobald der Betreiber von ihnen Kenntnis erlangt. Unsere ernüchternde Erkenntnis ist aber, dass viele Plattformen dieser Forderung überhaupt nicht nachkommen. Es ist ein komplizierter Prozess, bis selbst eindeutig rechtswidrige Aussagen entfernt werden. Die Meldeportale sind zu kompliziert, das Verfahren ist undurchsichtig, und häufig gibt es niemanden, der am Ende als Ansprechpartner erreichbar ist. Hier entsteht der fatale Eindruck, dass strafbares Verhalten völlig sanktionslos hingenommen wird. Ich bin der festen Überzeugung, dieser Zustand muss geändert werden. Und Unternehmen, die Milliardengewinne machen, müssen auch Geld investieren, damit das Netz nicht zu einem Eldorado für Fanatiker und Pöbler wird. Der Gesetzentwurf ist zwar ein erster Schritt in die richtige Richtung, allerdings muss ich als Vertreter der CDU schon sagen, es hat ein bisschen lang gedauert, und wir sind noch nicht ganz zufrieden mit dem, was nun vorgelegen wurde in der ersten
Form der Gesetzeslesung. Aber das ist ja durchaus so üblich, dass Verbesserungen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens durchaus möglich sind. Was z.B. die Löschverpflichtung angeht, die die sozialen Netzwerke in völliger Eigenregie umsetzen sollen, das scheint für mich auch noch nicht der weisheitsletzte Schluss. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass es schon in verschiedenen Bereichen des Medienrechts die Einbeziehung von neutralen und allgemein anerkannten Akteuren gibt. Das könnten wir uns an dieser Stelle auch gut vorstellen. Für uns als CDU-Fraktion ist da besonders wichtig, wir müssen einen Mechanismus finden, der rechtswidrige Inhalte zielgenau erkennt und ebenso zielgenau beseitigt, ohne dass dadurch eine zu weitgehende Löschpraxis sozusagen in vorauseilendem Gehorsam die Meinungsfreiheit einschränken wird. Es wäre sicherlich hilfreich gewesen, wenn man die Länder bei der Ausgestaltung des Gesetzes frühzeitig mit einbezogen hätte. Aber durch die Beratung des Bundesrates und die Diskussion im Bundestag glaube ich, dass man da noch einiges verbessern kann. Das Gesetz ist ein bisschen spät und noch nicht ganz optimal, aber es geht in die richtige Richtung. Und die CDU wird da mitarbeiten, dass da etwas Gutes bei rauskommt. Vielen Dank, Kollege Tobias Utter. Das Wort hat der Abg. Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Grundrecht der Meinungsfreiheit wie auch die Presse- und die Rundfunksfreiheit sind in besonderem Maße geschützt. Das Recht auf Meinungsfreiheit findet seine Grenzen genau dort, wo die Rechte und die Würde anderer verletzt werden. Dieses Recht auf Meinungsfreiheit, aber auch seine Einschränkungen, gelten dabei online wie offline. Soweit sind wir alle einer Meinung. Doch dieser Gesetzentwurf, den wir nun heute Morgen diskutieren, allein dieser Titel Netzwerksdurchsetzungsgesetz, ist so grottig, dass 5 Minuten heute Morgen gar nicht ausreichen, alle Schwachpunkte und ja, Gefahren aufzuzeigen. Und ja, meine Damen und Herren von den GRÜNEN, wenn es um die Meinungsfreiheit geht, geht es keine Nummer kleiner. Dann müssen wir uns das genau angucken. Wir wissen nicht, wer alles betroffen ist. Es ist klar, dass die großen Datenkraken betroffen sind. Aber wer noch betroffen ist, ist vollkommen unklar, an wen sich das Gesetz richtet. Sind z.B. auch E-Mail-Dienste betroffen? Es ist nur die Rede davon, 2 Millionen Nutzer. Mehr nicht. Zweitens. Die lange Liste dessen, was alles gelöscht, gesperrt werden muss, ist vollkommen unklar, wie sie entstanden ist, was dabei ist oder was nicht dabei ist. Drittens. Wer zensiert oder löscht? Selbstverständlich sind auch wir der Auffassung, dass insbesondere diese Datenkraken, die Milliarden Profit damit machen, Infrastruktur bereitzustellen haben, damit Hass und Häme aus dem Netz verschwinden. Aber die Entscheidung darüber, was gelöscht wird, müssen Gerichte treffen und nicht private Personen. Das gilt insbesondere, wenn nicht nur bereits im Netz stehende Inhalte gelöscht oder gesperrt werden sollen, sondern wenn durch sogenannte Upload-Filter diese Datenkraken dann entscheiden, was überhaupt noch hochgeladen werden darf. Stellen Sie sich das Bild vor der Kanzlerin mit dem Flüchtling, das zu Recht gelöscht wird, wenn es von Faschisten missbraucht wird, um Flüchtlingshetze zu betreiben. Aber was ist denn, wenn genau dieses Bild dafür benutzt wird, um im Netz zu entlarven, wie rechte Gruppen arbeiten und welche Methoden sie einsetzen? Das zu entscheiden, ob es einen strafbaren Inhalt hat oder einen aufklärerischen oder vielleicht auch einen satirischen, können und dürfen nur Gerichte, nicht private Personen. Meine Damen und Herren,
Es hat doch nicht ohne Grund sich ein breites Bündnis von Bitkom bis zur Amadeo-Antonio-Stiftung, und das ist keineswegs eine klassische Kombination, ein solch breites Bündnis gebildet, das eine Deklaration der Meinungsfreiheit vertritt und sich ausdrücklich gegen diesen Gesetzentwurf ausgesprochen hat. Ich zitiere daraus zum Schluss meiner Rede. Es ist Aufgabe der Justiz, zu entscheiden, was rechtswidrig oder strafbar ist und was nicht. Ich zitiere aus der Deklaration dieses Bündnisses. Ich habe vergessen, mir die Erlaubnis des Präsidenten einzuholen, aber Ihre Erlaubnis, Herr Frömmrich, brauche ich auf keinen Fall. Auch die Durchsetzung solcher Entscheidungen darf nicht an einer mangelnden Ausstattung der Justiz scheitern. Meine Damen und Herren, hier sind wir als Haushaltsgesetzgeber gefordert, hier sind wir als hessische Justizpolitik gefordert, dementsprechende Ausstattungen vorzunehmen. Ich zitiere weiter. Internetdienstanbietern kommt bei der Bekämpfung rechtswidriger Inhalte eine wichtige Rolle zu, indem sie diese löschen bzw. sperren. Sie sollten jedoch nicht mit der staatlichen Aufgabe betraut werden, Entscheidungen über die Rechtmäßigkeit von Inhalten zu treffen. Ich zitiere weiter. Gerade bei solchen Inhalten, bei denen die Rechtswidrigkeit nicht schnell oder nicht sicher festgestellt werden kann, sollte kein Motto im Zweifel löschen bestehen, denn ein solches Vorgehen hätte katastrophale Folgen für die Meinungsfreiheit. Soweit diese Deklaration für die Meinungsfreiheit des Breiten Bündnisses. Ich schließe und sage, wir brauchen nicht den Aufbau einer Zensurinfrastruktur. Wir brauchen nicht die Pflicht zu löschen, aber keine pflichtlegitime Inhalte zu erhalten. Wir brauchen auch eine Pflicht, legitime Inhalte in unseren Kommunikationsinstrumenten weiter offensiv zu vertreten. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat die Justizministerin, Frau Staatsministerin Kühne-Hermann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Diskussionskultur in sozialen Netzwerken ist respektloser, diffamierender denn je. Das haben wir hier übrigens nicht zum ersten Mal diskutiert. Und was auch richtig ist, die Löschung rechtswidriger Beiträge zu erreichen, ist kaum möglich. Und wir alle nehmen wahr, dass die dauerhafte und schnelle Verbreitung rechtswidriger Inhalte in den sozialen Netzwerken zu untragbaren Zuständen führt in unserem Rechtsstaat. Und es ist auch bekannt, dass da Handlungsbedarf besteht, und das seit Längerem. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, darüber besteht Einigkeit, und das haben eben auch meine Vorredner gesagt. Ich will es aber trotzdem noch einmal wiederholen. Das Grundanliegen des Gesetzes, und damit will ich beginnen, bleibt richtig. Das Recht gilt auch im Internet und auch, und das will ich betonen, für amerikanische Großkonzerne, die sich an deutsches Recht halten müssen, wenn sie hier unternehmerisch tätig werden. Und das ist bisher nicht der Fall. Es kann ja nicht sein, dass unsere innovativen deutschen Unternehmen, von denen wir übrigens in Hessen viele im IT-Bereich haben, im Raum Darmstadt ganz besonders, dadurch ausgebremst werden, dass sie sich an das Recht und Gesetz halten müssen und Facebook und Co. meinen, für sie würden nur die eigenen Regeln gelten. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann nicht richtig sein. Und deshalb muss man sich Gedanken darüber machen, wie man mit diesem Thema umgeht. Dieses Gesetz hat eine lange Vorgeschichte. Der Bundesjustizminister hat im Jahr 2015 eine Taskforce eingerichtet, aus den Betreibern zusammengesetzt der Netzwerke und Vertretern der Zivilgesellschaft. Und ich räume ganz offen ein, ich war damals schon kritisch und habe gesagt, ich habe große Sorge, dass das nicht funktioniert. Und ich war nicht alleine. Und Herr Maas hat gesagt, wir brauchen keine Gesetze damals, sondern hat sich ausschließlich auf die Freiwilligkeit bezogen von Facebook und Co. Was ist heute das Ergebnis? Seit 2015 grandios gescheitert, kann man nur sagen. Das ist bitter genug
für jedes Opfer, das im Internet in der Zwischenzeit diffamiert und verleumdet worden ist und keine Hilfe erfahren konnte, weil die Freiwilligkeit nicht funktioniert hat. Wir haben viel Zeit verloren. Und im November 2016 hat dann die Justizministerkonferenz beschlossen, Herr Maas möge nun Lösungsvorschläge vorlegen. Das ist nun auch schon eine Weile her. In der Zwischenzeit ist auf der Justizministerkonferenz, darüber habe ich hier im Plenum oft geredet, endlich beschlossen worden, dass wir eine digitale Agenda für das Recht brauchen. Und es hat mich 2 Jahre gekostet, um eine Mehrheit dafür zu finden mit anderen Ländern. Jetzt gibt es die Arbeitsgruppen, die eingerichtet worden sind, und zwar im Bereich des Strafrechts und des Zivilrechts. Das hat Herr Maas auch 2 Jahre lang nicht für so ernst genommen, dass er am Anfang da mitgemacht hat. Und die Länder, alle 16 Länder, Frau Kollegin, auch die SPD-geführten Justizminister, an der Spitze unter anderem Herr Kutschaty, die haben dafür mit mir gesorgt, dass die Arbeitsgruppen bestanden. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, bei einem solchen Vorhaben hätte man auf die Idee kommen können, die Länder im Vorhinein intensiv einzubeziehen, was nicht passiert ist. Wir haben im März 2017 den Entwurf bekommen mit einer Frist zur Stellungnahme bis 30. März. Und während der Entwurf uns zur Stellungnahme vorlag, hat Herr Maas selbst seinen ersten eigenen schlechten Entwurf geändert, den uns noch nicht einmal zur Stellungnahme zugesandt, und hat am Ende dafür gesorgt, dass die Frist zur Änderung des neuen Entwurfs 3 Tage betrug für die Länder, um Stellung zu nehmen zu so einem komplizierten Gesetz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe schon viel erlebt in diesem Bereich, aber so ein Verfahren nicht. Und das kann man auch in der Debatte des Deutschen Bundestages nachlesen. Das betrifft auch die beteiligten Koalitionsfraktionen. Da gibt es auch viel Kritik in der SPD. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will an dieser Stelle hinzufügen, dass dieses Gesetz so viele Mängel hat, dass selbst Herr Maas selbst im Moment an einem neuen Änderungsantrag arbeitet, den die Länder aber noch nicht kennen. Und 37 Änderungsanträge morgen im Bundesratsplenum sind jedenfalls ein Wort und sind von allen Ländern eingereicht worden, weil das, was dort vorgeschlagen worden ist, so gut es gemeint ist, in der Praxis nicht umsetzbar ist. Es ist so unkonkret, nicht spezifisch genug, und es ist schon, ich war noch nie so einig wie mit Herrn Wilken, was die Kritik anging. Ja? Also, man muss klar, bitte? Das habe ich nicht verstanden, tut mir leid. Also, jedenfalls, der Gesetzentwurf hat so viele Unklarheiten, dass am Ende eine Umsetzung wirklich schwierig ist. Und deshalb will ich ein paar Dinge noch einmal nennen. Natürlich muss der Schutz der Meinungsfreiheit, der von besonderer Bedeutung ist, ein diskriminierungsfreier Zugang zu sozialen Netzwerken gewährleistet bleiben. Und der Kollege Utter hat das ja sehr ausdrücklich noch einmal vorgeführt. Aber gleichzeitig muss einer vorsorglichen Löschung von rechtmäßigen Inhalten wirksam entgegengetreten werden. Und es kommt auch darauf an, dass man jemanden erreicht. Es muss eine Clearingstelle geben, es muss auffällig sein, es muss aber auch schnell gehen. Und deshalb gibt es einen hohen handwerklichen Überarbeitungsbedarf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Gruppe über den digitalen Neustart hat 400 Seiten vorgelegt, die in 2 Wochen veröffentlicht werden auf der Justizministerkonferenz. Und Hessen war das Bundesland, das eine eigene Arbeitsgruppe über die Persönlichkeitsrechte mitbegleitet hat. Und diese Erkenntnisse, die aus dieser Arbeitsgruppe übrigens, wo sich alle Länder daran beteiligt haben, zustande gekommen ist, muss jetzt einfließen in all das, was in dem Gesetzentwurf von Herrn Maas nicht vorliegt. Und Frau Ministerin, Sie denken bitte an die Redezeit. Deswegen wird es morgen darauf ankommen, bei den Anträgen, den 37, die Interessen Hessens so zu vertreten, dass wir in diesen Anträgen einen Weg sehen, dieses Gesetz doch noch einigermaßen auf den Weg zu bringen. Es muss schnell kommen, weil eine gesetzliche Regelung sind wir den Opfern schuldig, die es im Internet bereits gegeben hat, die diffamiert, verunglimpft worden sind. Und deshalb muss es eine schnelle Regelung geben, aber nicht so wie vorgelegt. Und daran werden wir intensiv mitarbeiten. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Blechschmidt, FDP-Fraktion. 2 Minuten.
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin der Justizministerin sehr dankbar, dass sie sich nicht den Mund verbieten lässt, wie die CDU insgesamt. Ich bin auch dankbar, dass der Herr Wilken mal offene Worte geredet hat. Und es wird deutlich, wie wichtig es ist, dass die FDP wieder in den Bundestag einzieht, dass da wieder lautem Ton mal deutlich gemacht wird, woran es hier hakt. Ich habe hier eine fünfseitige Ausarbeitung und will nur mal drei Punkte, die Justizministerin hat das in Beispielen schon gemacht, deutlich machen, was uns hier fehlt. Die Legaldefinition ist zu weit gefasst. Kritik an § 1 Absatz 1. Kritik an § 1 Absatz 3, die Aufzahlung der Straftatbestände erfolgt ohne Begründung, zudem willkürlich. Kritik § 3, die Verlagerung von Prüfpflichten auf den privaten Anbieter widerspricht rechtsstaatlichen Prinzipien. Und die Kritik an § 4, einige Begriffe des § 4 verstoßen gegen den Bestimmtheitsgrundsatz. Das ist das erste Semester Jura, und jeder weiß, wie grottenschlecht das ist. Frau Ministerin, nicht schnell ist angesagt. Entschleunigen Sie dies, nehmen Sie sich Zeit. Ich bitte das ausdrücklich, dass die CDU das tut, Vermittlungsausschuss anruft, und machen Sie ein Gesetz, das dem Rechnung trägt, was wir brauchen, aber kein grottenschlechtes Gesetz, wie der Herr Maas das gemacht hat. Danke schön. Vielen Dank, Kollege Dr. Blechschmidt. Es gibt jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann haben wir einmal den Top 62, nicht Antrag der Fraktion der FDP, der soll den Ausschuss. Ist das richtig verstanden? Rechtsausschuss? Ja. So, und dann haben wir den dringlichen Antrag CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Was ist da, Kollegin Dorn? Herr Präsident, wir würden auch gerne den Antrag zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ist ähnlich wie Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitän, Zungenbrecher, würden wir auch gerne in den RTA bitte überweisen. Also, den also auch in den Rechtsausschuss. Beide Anträge in den Rechtsausschuss. Gut. Dann hätten wir das auch erledigt.